denn die Tür, die hier normalerweise zu ist, ist plötzlich auch auf. Wenn wir hier reingehen, kommen wir hier hin. Und den Herrn dort hinten kennt vielleicht manche aus der GTA-Mission. Und dann haben wir hier nochmal ein paar extra Zellen. Die sind meiner Meinung nach schöner als die dort vorne. So, dann haben wir hier unsere pro Tisch drei Arbeitsplätze mit jeweils zwei Monitoren und eine schöne Aufsicht auf die Fahrzeuge wie auf unseren Hammer H2. Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video gibt es mal eine etwas andere LSPDFA-Folge. Und zwar stelle ich euch heute mal ein, ja, etwas Besonderes vor, und zwar eine Polizeiwache, und zwar die hier in Mission Row, also unser Hauptdepartment. Und du kannst mir mal, ich bitte hier nicht ganz Zeit vor die Kamera rennen, denn ich habe etwas dazu installiert. Ich kann euch das, wenn ich das, doch ich müsste das eigentlich doch finden, mal in der Beschreibung verlinken. Ich werde es in den Folgen jetzt nicht verwenden, weil ich glaube, dass wegen diesem Add-on hier mein LSPDFA crash. Aber mal zum Anschauen ist es auf jeden Fall sehr schön. Am Eingang hier hat sich an sich so nichts geändert. Wenn ich hier ins Captain Office gehe, dann ist auch noch alles hier wie beim alten, genauso wie hier. Die Tür ist immer noch zu. Jetzt kommen wir aber zum neuen. Und zwar, wenn wir hier einmal reingehen, und jetzt ist an sich alles noch normal, aber im Hintergrund läuft Copyright-Musik. Deswegen nehme ich das hier nochmal nach auf, da ich keinen Copyright-Claim hier brauche. Nämlich können wir jetzt hier einfach durchgehen, und dann haben wir hier ein paar Waschbecken, und dann haben wir hier nochmal für Mann und Frau extra noch ein paar Toiletten und eben noch getrennte Duschräume für eben getrennte Geschlechter. Dann kann man, glaube ich, auch hier rechts hoch. Und dann haben wir hier so einen Freizeitraum mit einer Couch, mit Essen etc. und so einen Cricket-Tisch. Und dann haben wir hier noch eine schöne Aussicht. Die... Wo will denn der Kollege eigentlich hin? Okay, ja, ich werde mal euch jetzt hier nicht weiter einführen, da ich nicht weiß, ob die Musik Copyright ist. Und hier kann ich euch auch noch was zeigen. Denn die Tür, die hier normalerweise zu ist, ist plötzlich auch auf. Wenn wir hier reingehen, kommen wir hier hin. Wir können einmal nach hier unten gehen. Und zwar zu den Kerkern. Zu unserer Linken haben wir hier zum Beispiel mal zwei Nervensägen. Und dann haben wir hier noch so, ja, ein kleines Büro. Hier ist zum Beispiel... Okay, ich dachte schon, das ist so ein Apple-Monitor, aber ist von iFruit. Nochmal Glück gehabt. So, hier sieht man nichts. Hier kommen dann zur Gegenüberstellung, ja, die Verdächtiger und dann noch ein paar Leute hin. Und dann kann man hier halt eben sehen und sich entscheiden, für wen er bei der Tat gesehen hat. Gut, ich muss gerade überlegen. Hier lang müssen wir, genau, hier ist auch noch was offen. Hier warten auch noch ein paar Läufe. Hier haben wir nämlich einen Meetingraum. Und den Herrn dort hinten kennt vielleicht manche aus der GTA-Mission. Das war der Gefängnisausbruch. Und deshalb wird hier I love VB. Okay, weiß nicht, was damit gemeint ist. Da haben wir noch so einen Drucker und einen Wasserspender. Und hier haben wir ein Büro. Hier warten zwei Personen auf den Officer. Der sollte demnächst hier auch mal kommen. Und hier haben wir ein medizinisches Zimmer. Entweder, falls zum Beispiel kurz wem schlecht geht, oder hauptsächlich für die Gerichtsmediziner. Die sind hier an ihrem Arbeitsplatz. Das war's von dem unteren Geschoss noch nicht ganz.
Denn wir haben hier etwas sehr Schönes. Zu einem haben wir hier nochmal links noch eine Erweiterung. Hier haben wir nämlich das ganze Beweismaterial für einen Fall, falls wir hier mal was nachsehen müssen. Hier haben wir offene Koffer. Was gibt's hier? Ah ja, okay, das sind alles Beweismittel. Und hier zum Beispiel irgendwelche Farbe von irgendwelchen Fällen. Die habe ich nicht geleitet, deswegen weiß ich auch hier nicht, worum es geht. Hier ist der Serverraum für die ganzen PCs. Uiuiui, drei Bildschirme. Der Typ ist so gut wie ich aufgestellt, fantastisch. Und hier haben wir nochmal ein Labor, hauptsächlich für die Gerichtsmediziner, was hier angebaut wird. Das kann ich euch an der Stelle nicht sagen. Dann können wir hier auch direkt wieder raus. Und hier zu den Gefängniszellen, hier haben wir die drei normalen. Und dann haben wir hier nochmal ein paar extra Zellen. Die sind meiner Meinung nach schöner als die dort vorne. Und hier gibt es zum Beispiel einen Verhörraum oder Interviewraum. Der wird dann im Gegenüberraum. Hier sieht man wieder nichts, dass dort noch ein Raum ist. Hier werden dann Verhöre stattfinden. Genauso wie hier. Ja, ich muss ein bisschen... Wer redet denn hier? Hier ist doch niemand. So, und hier können wir dann ebenfalls raus. Aber hier ist dann auch noch ein etwas größerer Meetingraum mit einem Beamer an der Decke. Und hier kann man dann zum Beispiel eine Mission vorbereiten. Dort hängen auch schon ein paar Details zu einem Fall, den ich nicht geleitet habe. So, wir sind erstmal hier unten fertig. Ansonsten ist hier unten nichts. Das Obergeschoss, das ist am meisten interessant, wie ich finde. Hier kommen wir, glaube ich, auch noch zu einem durch. Genau. Ah ja, hier sind wir reingegangen. Sherlock Holmes. Gut, hier können wir reingehen. Oder wir gehen einfach... Ach, das zeige ich euch nachher. Da können wir runtergehen. Und zwar hier einfach rein. Dann die Treppen einfach mal hoch. Hier spazieren. Und dann haben wir die Wall of Honor. Mit, wer auch immer, für mich sieht hier jede Person gleich aus und der Name, wie auch die Zahlen, sind alle gleich. Gut, da hat sich eine Person 1, 2, 3, 6, 9 sehr oft selbst verewigt. Das müssen wir demnächst hier mal fix ändern und hier können wir noch, ja, das war natürlich sehr klug von mir. Hier haben wir zum Beispiel noch eine Aussicht auf die ganzen Fahrzeuge und hier können wir mal auf die Vorderansicht des Departments und da sehen wir auch schon gleich das große Büro. Dort gehen wir jetzt einmal hin und hier vom Los Santos... LOL! Alles klar. Okay, das war ein Greifwack. Hier haben wir vom Los Santos Police Department die meistgesuchtesten Verbrecher. Denen sind wir noch nicht auf die Schliche gekommen, deswegen hängen die hier noch aus. Okay, Alfredo Porgeni. Wieso ist der Polizist auf dem Boden gehockt, während der in Handschellen ist? Okay, vielleicht ist er ausgebrochen, ich weiß es nicht. So, dann haben wir hier unsere pro Tisch drei Arbeitsplätze mit jeweils zwei Monitoren und eine schöne Aufsicht auf die Fahrzeuge wie auf unseren Hammer H2. Hier nochmal unser Logo fett groß gedruckt und hier warten Leute auf die Officers. Hier ist nichts Bullshit, die können ja mal ihre München halten. Hier haben wir noch ein Büro, ein etwas kleines, im Gegensatz zum anderen, aber auch schon recht groß. Hier sind nochmal sechs Tische. Und dann, ich muss mal schauen. Ach ne, hier war nichts. Hier ehren wir noch irgendjemanden. Ich weiß nicht, wer das ist, da ich die Schrift nicht lesen kann. Falls ihr es könnt, was ich bedauern werde, schreibt es gerne in die Kommentare, was dort steht. Dann haben wir hier das Treppenhaus. Das eben ist eben der zweite Stock. Da wollte ich mit euch runtergehen. Jetzt wisst ihr es so schon. Gut, hier haben wir eine Abstellkammer für den Hausmeister. Der hat mehr Platz als in manch anderen Gebäuden. Und hier haben wir noch ein paar Gebäude. Ein paar Büros. Und hier haben wir nochmal drei Drucker.
Und nochmal ein Arbeitsplatz und Kopierpapier auf jeden Fall eine Menge. Die sollten für die nächsten Jahre erstmal reichen. Hier haben wir nochmal das Archiv, also vom Chef. Das Zimmer ist auf jeden Fall sehr bequem. Schade, dass ich nicht Chef bin. Vielleicht werden wir irgendwann mal befördert in den nächsten Staffeln oder so. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis wir hier befördert werden. Hier haben wir einmal die komplette Map von Los Santos inklusive Sandy Shores, den Mountains, der Militärbasis und einfach alles. Pazifik, Ozean. Ja, ich wusste gar nicht eigentlich, dass Los Santos eine eigene Insel ist. Im normalen Leben ist das eher nicht so, aber... Ja, ich frage mich immer, warum die hier die schönsten Stühle haben, während die Leute da draußen auf Billigstühlen sitzen müssen. Hier haben noch Erste Hilfe. Das sollte auf jeden Fall in einer Polizeistation hängen. Leute, wie sie sich gegenseitig aufs Maul hauen. Sehr gut, hier noch Toiletten, falls jemand keine Kontrolle mehr über seinen Körper hat. Das ist hier sehr viel Privatsphäre, wie ich meine. Dann haben wir hier noch einen Meetingraum. Der größte Meetingraum im kompletten Department. Dort vorne geht dann ja der Sprecher rein, legt sich hier seine Notizen hin und labert dann: Guten Morgen, meine Damen und Herren. Danke, liebe YouTube-Fans, dass Sie hier zahlreich nicht erschienen sind. Das war es an der Stelle wieder komplett. Und hier drüben haben wir noch im Gang zweimal Büros. Ich weiß gar nicht, wo die hier alle sind. Hier ist eben noch ein Büro, wo wahrscheinlich noch welche warten. Genau. Und die Wand, wofür auch immer, zum Notizen hängen. Und ich glaube, nee, eins habe ich euch noch nicht gezeigt. Ich verirre mich sogar hier schon mal selbst im ganzen Gebäude. Hier müssen wir einmal hoch. Und im dritten Geschoss ist nichts. Das hat das Department überhaupt nicht. Keine Ahnung, wieso sie das eingebaut haben. Und am Helikopterlandeplatz ist an sich nichts geändert worden. Und weil wir super sportlich sind, fliegen wir einmal. So, das war ein Kopfsprung, meine Damen und Herren. Sehr sportlich von mir ausgeführt. Dort vorne gibt es anscheinend einen Unfall, da wir aktuell ja im Dienst sind. Okay, das war's dann auch an der Stelle. Das war kein Unfall. Gut, ich hoffe, die Rundführung von diesem großen Department, das nenne ich mein Department, was GTA Rockstar Games hier eingefügt hat, das ist... Sowas sollten die ins GTA 6 hauen, aber ich glaube, GTA 6... spielt in Vice City oder Liberty City, ich weiß nicht ganz genau. Aber Los Santos ist einfach beste Start. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung auf das Video da. Abonnieren, Glocke aktivieren. Montags, Mittwochs und Freitags 15 Uhr gibt es hier ein brandneues Video. Wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt. Tja, habt ihr jetzt gesagt, ich sag was. Ja, für die aktiven Zuschauer, die wissen, dass nicht meine Abmoderation ist. Ha, angearscht, Dinkeberg.